Vielleicht unterrichtet jemand die Kanzlerin, dass es jetzt losgeht. Hören Sie doch mal zu. Wohlstandsneurotiker. Gestört, aber funktionsfähig. Der Podcast. Damit bin ich am Ende. Willkommen beim Wohlstandsneurotiker, dem Podcast der Neulandrebellen. Heute am 22.02.2022. Interessantes Datum übrigens. Ich begrüße Matthias Bröckers. Hallo Matthias, grüß dich. Hallo, grüß dich. Ja, wir sprechen heute, wen wird's überraschen, nicht über Corona, finde ich übrigens auch ganz interessant. Die Ungeimpften sind im Moment so ein bisschen aus der Schusslinie geraten, können allerdings auch schnell wieder reingeraten, da bin ich mir ziemlich sicher. Heute aber sprechen wir naheliegenderweise über die Ukraine und über die aktuelle Situation auf der einen Seite, aber durchaus auch über die geschichtlichen Hintergründe, die ja in der heutigen Medienlandschaft verkürzt, beziehungsweise, das ist noch geschmeichelt, eigentlich überhaupt gar nicht erzählt wird. Wir fangen aber am besten mal an mit der aktuellen Entwicklung, und das ist jetzt ja die Anerkennung von Donetsk und Luhansk durch Putin. Das wird jetzt hier im Westen, ich habe das ja heute Morgen dann in den sozialen Medien von vermeintlich linken, progressiven Leuten gelesen, die das jetzt als Aggression werten und der Meinung sind, dass die Einschätzung, Putin wolle keinen Krieg, sich jetzt als falsch herausgestellt hat, weil er jetzt eskalieren würde. Ja, das kann man so sehen, kann man aber auch anders sehen. Wie siehst du es denn? Ich habe tatsächlich so ein bisschen den Überblick verloren. Na, ich sehe das schon sehr anders und eben nicht als Eskalation, sondern eher als friedenssichernde Maßnahme. Man kann auf der Website OSZE nachschauen. Am letzten Freitag gab es allein an diesem Tag 1600 Verletzungen des Waffenstillstands an der Grenze zu den autonomen Volksrepubliken und der Ukraine. Also Verletzungen durch die Ukraine, ne? Verletzungen, ja, die New York Times sagt, nein, es schießen hier nur die Separatisten, die ukrainische Armee macht nichts, ja. Also da wird gekämpft, und zwar seit Wochen und seit Monaten. Kann man auf der OSZE-Seite, die Beobachter sind ja da und notieren da die Zwischenfälle, die kriegen auch nicht unbedingt genau mit, wer hat jetzt geschossen jedes Mal, ja, aber die sehen, wenn irgendwo ein Einschlag, Artillerie oder was immer ist, ja. Und das geht da seit Wochen und Monaten und geht jetzt in der letzten Zeit eben auch verstärkt so, dass permanent quasi auf diese Region gefeuert wird. Und deshalb haben die Russen, letzte Woche hat das russische Parlament, die Duma, mit 78% der Stimmen beschlossen, wir müssen diese beiden Donetsk-Luhansk-Republiken anerkennen jetzt als autonome Staaten, weil das ist nicht weiter zumutbar, dass dort sozusagen, dass die permanent im Kriegszustand sind. Wir müssen sozusagen einen Schutzschirm, und das hat Putin jetzt auch gesagt, hat gesagt, ab sofort schießen die Russen zurück, nicht mehr. Es sind ja keine russischen Soldaten bis dato in den letzten Jahren da gewesen. Es waren Berater und im Hintergrund haben die Russen natürlich geholfen. Aber es waren die Milizen dieser beiden Republiken, die da die Landesverteidigung sozusagen gemacht haben. Ja. Und jetzt mit der Anerkennung durch die Duma. Putin hat das im Übrigen auch bei den Besuchen von Scholz und von Macron gesagt. Ja, Leute, mein Parlament hat hier schon beschlossen, und zwar mit sehr großer Mehrheit, dass wir die Republiken anerkennen sollen als autonome Staaten. Und ich muss das Gesetz jetzt noch unterschreiben und es ist nicht mehr viel Zeit. Also das ist jetzt sozusagen, kommt eigentlich nicht überraschend. Es wurde bei uns in den Medien aber eben auch gar nicht gemeldet, ja. Stattdessen hat Herr Scholz gesagt, es sei lächerlich, von Genozid zu reden in den Regionen. Durchaus nachvollziehbar ist, dass Putin sowas sagt, weil die
ja, Azov-Brigaden, diese Neonazi-Brigaden, die da kämpfen auf ukrainischer Seite mit Hakenkreuzen und so weiter und so weiter, die haben in ihrem Programm sozusagen, und sie sagen es auch, und man kann das überall nachlesen und in Videos nachschauen, ja, es geht ihnen um die Entrussifizierung. Also alles, was russisch ist, muss raus. Ja, und in diesem Zusammenhang hat Putin diesen Begriff Genozid gebraucht, sagt, weil die Russen werden dort bekämpft. Ja, das ist jetzt die Anerkennung der Republiken, bedeutet jetzt, dass Russland sagt, okay, ab sofort kämpft die ukrainische Seite, die eben keine friedliche Wiedervereinigung, keine Minsk-Verhandlungen seit 7 Jahren wollte, sondern eben mit Gewalt dieses Gebiet wieder zurückerobern wollte. Ab sofort werden wir es verteidigen. Ja, und da müssen sich jetzt die ukrainischen Milizen und auch die Blackwater-Söldner und so weiter, also amerikanische und NATO-Söldner, die da mitmischen und die Berater warm anziehen, weil Russland hat gesagt gestern, genug ist genug. Uns reicht's jetzt. Wir haben 7 Jahre versucht, Minsk in Gang zu bringen und diese Verhandlungen, dass die Ukraine mit den Republiken zu einer, ja, friedlichen Wiedervereinigung kommt, unter Anerkennung von gewissen Autonomiestatus. Das ist misslungen. Es wird sabotiert. Stattdessen wird die Ukraine weiter aufgerüstet. Die NATO schickt Waffen. Also Schluss, jetzt ist aus, ja. Und insofern kam für mich jetzt das gestrige Anerkennen da nicht so völlig überraschend, weil, wie gesagt, die Duma hat das schon beschlossen, dass das passieren soll. Es lag jetzt an Putin, das zu unterschreiben oder nicht. Ich vermute aber, natürlich ist das jetzt nicht schnell und überhastet passiert, sondern geplant, ja. Dass Russland jetzt einfach, ja, auf Deutsch gesagt, die Schnauze voll hat von diesen Hinhaltetaktiken, die Kiew-Regierung seit 7 Jahren führt, da wegen der Republiken, und sagt so, gut, jetzt ist Schluss. Ja. Und insofern ist das keine sozusagen Aggression Russlands, es ist eine Anerkennung von, ja, einer von separatistischen Republiken, so wie Deutschland, sagen wir mal, im Jugoslawienkrieg dann Kosovo und Kroatien anerkannt hat, als die gesagt haben, wir sind jetzt autonom. Ja, also genau so erkennt jetzt Russland diese beiden ukrainischen Republiken an. Das ist im Prinzip nichts Ungewöhnliches, ja. Wir tun das ja laufend, ja. Wir erkennen zum Beispiel der Westen, die USA, Taiwan als eine autonome Republik an, und die Chinesen sagen, nee, das gehört zu China. Ja, also diese Konflikte gibt's überall. Und hier hat jetzt Russland einfach, ja, einen Punkt gemacht und hat gesagt, so, jetzt ist Schluss, jetzt erkennen wir diese Republiken an. Und, werden sie auch beschützen. Das heißt nicht, dass Putin, wie es uns hier in den letzten Wochen, Monaten dauernd erzählt wurde, die Ukraine erobern und einnehmen will. Nein, das wird er auch nicht tun. Er hat überhaupt kein Interesse daran, ja, dieses Land zu übernehmen. Warum? Wieso? Es ist das ärmste Land Europas. Es hat sich ruiniert in den letzten Jahren weiter, indem es sich hat zum Frontstaat im Kalten Krieg machen lassen von den Amerikanern und von den Briten. Und hat nicht, ich habe ja 2014 ein Buch mit Paul Schreier gemacht, Wir sind die Guten, über diesen Konflikt, Ansichten eines Putin-Verstehers, wo wir gesagt haben, wir sind Putin-Versteher, was nicht Verehrer heißt, ja, und wir verstehen, dass die Russen Sicherheitsinteressen haben und dass sie keine NATO-Raketen vor ihrer Haustür stehen haben wollen. Wer das nicht versteht, ja, der versteht nichts von Politik. Das muss man doch akzeptieren können. Ja, und wir haben damals schon geschrieben, die einzige Möglichkeit, wirklich gute Möglichkeit für die Ukraine ist, zu einem blockfreien Pufferstaat zwischen Russland und dem Westen und der EU zu werden. Weil
das Land ist, das hat Putin gestern ja auch gesagt, letztlich russisch. Da ist kein großer Unterschied und die Nation ist erst 1922 überhaupt entstanden, auf Geheiß von Lenin. Also da jetzt, wie es die EU gemacht hat damals, gesagt dem Janukowitsch vor dem Maidan, der vor dem Maidan regiert hat, hör zu, gelockt sozusagen, ihr könnt in die EU und so weiter, was dem armen Land natürlich da wie das neue Paradies erscheinen musste. Aber ihr müsst sämtlichen Freihandel mit Russland stoppen. Und da hat Janukowitsch gesagt, sorry Leute, wir wollen ja gerne in die EU, aber wir müssen doch weiter mit Russland. Hier gerade Donetsk, Luhansk ist das Ruhrgebiet der Ukraine, ja, da ist die Schwerindustrie, ja, die haben ihren Stahl jahrzehntelang nur nach Russland verkauft. Also das können wir doch nicht stoppen morgen alles, ja. Und da hat die EU gesagt, nee, entweder oder. Und das war der Grund, warum Janukowitsch nicht unterschrieben hat und warum dann mit auch wieder westlichen bezahlten Söldnern dieser Maidan-Putsch initiiert wurde. Ja, die Ukraine als blockfreier Staat zwischen dem Westen und Russland, die Handel und Wandel mit beiden betreibt, das wäre die Lösung. Aber der angloamerikanische Block vor allen Dingen, also Großbritannien und die USA, wollen das nicht, können das nicht akzeptieren. Warum, fragt man sich, ja, warum, was haben die denn eigentlich dagegen? Ja, warum wird der Ukraine NATO-Mitgliedschaft und EU-Mitgliedschaft quasi aufgedrängt? Ja, weil man sie abschneiden will und auch Europa abschneiden will von Russland und von Asien. Es ist das alte geopolitische Great Game. Ja, Halford Mackinder, britischer Geostratege Anfang des vorvorigen Jahrhunderts. Der hat 1904 ein berühmtes Papier gemacht, das die Strategie des britischen Weltreichs damals so aussehen muss, dass es verhindert, dass die Weltinsel, so nannte der Mackinder Eurasien, also Osteuropa, Russland, Asien, dass dieser Kontinent zusammenwächst, die Weltinsel, denn wer die Weltinsel beherrscht, beherrscht die Welt, hat er gesagt. Und jetzt sehen wir aufgrund von Eisenbahnen und technischen Entwicklungsstraßen, dass das immer näher zusammenwächst und da Handel und Wandel getrieben wird. Und wenn die zusammenkommen, der Rohstoffriese Russland und der Industrieriese Deutschland, dann haben wir transatlantisch keine Karten mehr. Ja, die wären dann zu stark und zu erfolgreich. Und deshalb müssen wir verhindern, dass dort friedlicher Handel und Wandel existiert und mit Nadelstichen und so weiter. Diese Strategie haben die US-Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg nahtlos übernommen. Und darum geht's, das ist auch jetzt wieder genau der Konflikt. Es geht nicht um die Ukraine. Es geht den Amerikanern doch nicht um diese armen Ukrainer da und auch schon gar nicht um Demokratie und dieses ganze Geschwätz. Es geht um die unipolare Welt, die sie aufbauen wollen, ja. Und es geht darum, dass Europa, Westeuropa und Russland, Asien nicht zusammenarbeiten. Das ganze Invasionsgeschrei, was geführt wurde seit Wochen, Monaten, ja, und die Russen kommen einfach nicht, ja, warum kommen sie nicht? Weil sie gar kein Interesse haben an der Ukraine, ja. Sie haben nur ein Interesse daran, dass vor ihrer Haustür keine Raketen aufgestellt werden, die Moskau innerhalb von 2 Minuten erreichen können. Ja, das ist ein vollkommen selbst nachvollziehbares Interesse. Und das wird aber vom Westen nicht akzeptiert. Und dass Macron jetzt vorgestern noch stundenlang mit Putin telefoniert hat und versucht hat, das Normandie-Format, also Deutschland, Frankreich, hatten ja Minsk sozusagen initiiert und hat gesagt, hier Kiew, ihr müsst mit diesen Republiken reden, ihr müsst eine friedliche Wiedervereinigung suchen. Macron hat da lange mit Putin gesprochen,
die letzten Tage und hat dann irgendwie soll gesagt haben, ja, die NATO, die USA haben ihre Meinung geändert. Ich glaube das nicht, dass die USA irgendwie ihre Meinung ändern. Es soll ja jetzt diese Woche vielleicht sogar noch ein Treffen geben. Vermutlich fällt das jetzt aus nach der Anerkennung der Republiken zwischen Lavrov und Blinken, dem US-Außenminister. Es geht, und ich habe das mehrfach geschrieben, könnt ihr auf meinem Blog nochmal nachlesen. Es geht bei dem ganzen Invasionsgeschrei um Nord Stream 2. Es ja. geht darum. Hast du noch ganz Frage? Kurz, ich ganz kurz. Ja. Nein, ich höre dir gespannt zu. Versuche jetzt aber doch noch mal ein bisschen zu ordnen und wir wollen gleich auch noch mal ein bisschen in die Geschichte zurückgehen. Du hast das eben schon angedeutet, wie die Ukraine überhaupt sozusagen zustande gekommen ist. War ja gewissermaßen Geburtstagsgeschenk. Aber da kommen wir gleich noch mal drauf zu sprechen. Interessant fand ich den Hinweis auf den Genozid, den Scholz ja so gnadenlos abgewürgt hat und meinte irgendwie, das sei Unsinn, was da geredet wird. Da hat sich ja dann die außenpolitische Sprecherin, glaube ich, die Maria Sacharowa gemeldet, die ja eine Freundin der klaren Worte ist, so habe ich den Eindruck. Super ist, und, ja. Ja, ja, ganz großes Kino. Und die hat ja dann gesagt, okay, alles klar, wir sehen da mal zu, dass ihr die Beweise bekommt. Und das sagt aber ja schon eine Menge über die Wertigkeit aus und auch über die fehlende Anerkennung der russischen Sicht eigentlich, wenn Scholz sagt, irgendwie, ja, das ist eh alles pappelapapp. Ist nicht so an, genau, das sind ja Kleinigkeiten. Ja. Das fand ich schon sehr interessant. Und die Ukraine, eines der ärmsten, vielleicht sogar das ärmste Land in ganz Europa, muss man ja auch in dem Zusammenhang sehen, dass sie ja nun schon seit dem Maidan im Prinzip faktisch an den Westen angebunden sind, aber der Westen offensichtlich kein Interesse daran hat, dieses Land wirtschaftlich in irgendeiner Form aufzubauen oder zu fördern oder Handel zu fördern, Kooperation und Wohlstand vielleicht aufzubauen. Das heißt, die Ukraine wird im Grunde genommen rhetorisch unglaublich hochgehalten. Wir setzen uns für die Freiheit der Ukraine ein. Auf der anderen Seite aber wird sie faktisch eigentlich links liegen gelassen und wie es ihr wirtschaftlich geht, ist auch relativ wurscht. So mein Eindruck. Jetzt vielleicht noch mal kurz zur Geschichte zurück, weil was wir lesen in unseren Medien und in unseren Talkshows hören und von den Politikern, sind ja immer nur irgendwie so die letzten 5-7 Tage maximal, dann 2 Wochen geht das zurück oder so. Und auch der Maidan-Aufstand wird ja auch sehr verklärt berichtet mit den himmlischen Hundertschaften, die gerade in der Tagesschau wieder als geschichtsträchtige, rührselige und heroische Gruppe dargestellt wird. Da gehen die Meinungen ja durchaus auch auseinander. Ich würde aber ganz gerne jetzt nochmal dir wieder ein bisschen zuhören, wenn du mir ein bisschen was erzählst. Die Ukraine, wie ist die Ukraine entstanden und wo hat sie ihre Ursprünge? Und ist es denn richtig, wenn Putin beziehungsweise die Russen sagen, die Ukraine gehört von Haus aus eigentlich zu Russland, was natürlich vom Westen dann auch wieder massiv dementiert wird? Erzähl doch mal ein bisschen was zur Geschichte der Ukraine. Ja, also wie gesagt, gegründet so in der jetzigen, heutigen oder bis gestern gültigen Form, wurde sie von Lenin, ja, nach der Russischen Revolution, ja, ursprünglich der Kiewer Russ, Kiew ist sozusagen, wird sozusagen als das Entstehen, ja, das Herz überhaupt des Russischen und Russlands betrachtet, ja. Die Russ, das sind ja die Ruder, Russ kommt von Rudern. Und in dieser Region da, im Mittelalter, haben etliche, ja, Kleinfürsten in Kiew da und Umgebung jahrzehntelang untereinander irgendwelche Brüder, die sich aber bekriegt haben und so. Und dann haben die irgendwann gecheckt, wir kriegen hier keinen Frieden. Und dann kamen aus dem Norden, ja, so ein paar Ruderer, ja, das waren so Wikinger, ja, die da die Flüsse runtergerudert sind.
Und da haben wir gesagt, hier, könnt ihr hier nicht mal zwischen uns hier Frieden stiften? Also das ist eine ganz interessante Geschichte. Putin hat das gestern in seiner Rede auch wieder gesagt. Die Ukraine, das sind unsere Verwandten, unsere Familien, unsere Brüder und Schwestern. Wir wollen mit denen Frieden, ja, so. Wir wollen keinen Krieg. Aber wenn da in Kiew jetzt Nationalisten regieren und die Russen haben hoffentlich dem Scholz das um die Ohren gehauen und gezeigt, was diese Azov-Brigaden und andere Nationalisten da von sich geben, ja, also die Ukraine von Russen befreien, ja, entrussifizieren und so weiter und so weiter, die russische Sprache verbieten etc. Also das kann man schon als sozusagen versuchten Völkermord oder so, wie Putin das getan hat, Genozid bezeichnen. Und ich fand es schon ziemlich unverschämt, dass Scholz gerade, ein Deutscher, ja, wir Deutschen sind ja die Genozider historisch Nummer eins, ja, da den Mund so voll nimmt, ja, und das als lächerlich abtut, dass Russland 13 Millionen Russen, glaube ich, leben in der Ukraine. In den zwei Republiken sind es 4 Millionen oder 4,5, ja, also eine Menge Leute, das so abtun, dass da nationalistische Regierungen in Kiew sagen, die müssen alle weg, ja. Das kann man nicht, ja. Und ich glaube, da hat Scholz jetzt auch noch mit seinem blöden Spruch da so ein bisschen das Fass zum Überlaufen gebracht, dass die Russen sagen, so, jetzt reicht's uns hier, ja. So, die Insel Krim wurde dann, die gehörte weiter zu Russland, die gehörte ursprünglich nicht zur Ukraine. Der Hafen in Sebastopol war ja die Verbindung sozusagen nach Süden und ins Schwarze Meer und ins Mittelmeer. Die hat dann Khrushchev, der Generalsekretär der KPDSU, 1954, glaube ich, also jedenfalls so in den 50er Jahren, dann irgendwie zum Geburtstag, da war irgendein Geburtstag, 50 Jahre Ukraine oder sowas, hier, jetzt schenke ich euch die Insel Krim dazu. Die wurde dann zur Ukraine gezählt. Das ist war damals überhaupt kein Problem. Es war ja alles Sowjetunion und es wurde von Moskau aus regiert, ja. Und schon vor dem Maidan-Putsch hatte Russland mit der ukrainischen Regierung Pachtverträge über die Krim und die Militär- und Hafen, also diesen berühmten Seehafen in Sebastopol, Pachtverträge gemacht. Also so ähnlich wie die Amerikaner von Kuba Guantanamo gepachtet haben, ja, so haben die Russen von der Ukraine sich da unten auf der Krim diesen großen Hafen gepachtet. Und kurz vor dem Maidan hatte Janukowitsch, der Präsident, mit Putin einen Vertrag über die nächsten 30 Jahre gemacht. Ja, okay, die nächsten 30 Jahre habt ihr da auch euren Seehafen und euren Militärstützpunkt. Und kaum war dieser Putsch dann initiiert und mit Maschinengewehren im Parlamentssaal von Kiew irgendwie eine neue Regierung, angeblich demokratisch, installiert, wird gesagt, so, diesen Vertrag, der wird jetzt gekündigt, sofort auf der Stelle. Und jeder, der auch nur einen Funken auch von, ja, Sicherheits- und Militärdingen versteht, der wusste, ey, das werden die Russen nicht zulassen, ja, dass ihr wichtigster südlicher Seestützpunkt jetzt annektiert wird von einer nationalistischen Regierung. Und ja, das ist denn auch geschehen. Die Bevölkerung der Krim hat ja dann, deshalb war das ja auch völkerrechtlich korrekt, dafür gestimmt, dass sie Russland beitreten wollen. Ja. Und in der Rede gestern, die von längliche Rede von Putin, hat er, was die westlichen Zuhörer wahrscheinlich erstaunt, da lange eben auch von diesen geschichtlichen Zusammenhängen geredet und versucht klarzumachen, um was es den Russen geht. Den Russen geht es nicht um eine Eroberung der Ukraine.
Du hast ja eben richtig gesagt, es ist das Armenhaus Europas, ja, mit weitem Abstand, ja. Und die Amerikaner haben es eben militärisch irgendwie als Stützpunkt benutzt und als, ja, als Bauern in ihrem kalten Kriegsspiel. Aber für die ökonomische Entwicklung und überhaupt für die Entwicklung nichts getan. Sie haben diesen, wir auch mit NATO und dem Westen, wir haben diese Nazi-Brigaden und alles das, was da offiziell existiert, haben wir akzeptiert. Ja, gegen den Russen, ja, muss man, ja, und so weiter. Putin hat in seiner Rede gestern nochmal gesagt, Russland hat von 1991 bis 2013 die Ukraine mit insgesamt 250 Milliarden Dollar unterstützt. Also Russland hat die Ukraine subventioniert die ganze Zeit, ja. Und sie haben damit nach dem Putsch natürlich aufgehört. Und die Menschen, die damals ja auch verständlich auf dem Maidan vielleicht, weil sie das geglaubt haben, dass morgen irgendwie, ja, sie in die EU können und dass das jetzt dann alles Friede, Freude, Eierkuchen wird, dass die Menschen letztlich verarscht worden sind dort und diese orangene Revolution, wie man diesen Quatsch genannt hat, letztendlich auch nur dazu gedient hat, im Kalten Krieg einen neuen Frontstaat, nämlich jetzt die Ukraine, aufzubauen. Und nachdem die friedlichen Lösungen, die Russland in der Tat, und das ist wirklich so, angestrebt hat die letzten Jahre, weil sie kein Interesse haben. Russland ist das größte Land der Welt, die brauchen nicht nur Fläche, ja, da ist nicht Volk ohne Raum wie bei Adolf seiner Zeit, ja. Also, dass das jetzt so endet, war absehbar, weil der Westen keinerlei Interesse gezeigt hat, ja, dass es eine friedliche Wiedervereinigung, die gibt's vielleicht dann irgendwann doch wieder, so wie ja auch die DDR dann mal provisorisch anerkannt wurde von uns. So wird dann irgendwann die Ukraine diese autonomen Republiken auch provisorisch anerkennen und dann kann man über Wiedervereinigungen vielleicht reden, ja. Aber das wird in langer Zukunft sein. Das hätte in Minsk sein sollen, wurde blockiert, vor allen Dingen von den Amerikanern. Mit dem Westen und Deutschland im Schlepptau. Und ich habe mich die ganze Zeit, auch schon seinerzeit 2014, 15 in unserem Buch, wir haben 2019 nochmal eine Neuauflage gemacht, habe mich die ganze Zeit darüber geärgert und gefordert, dass doch Deutschland und Frankreich, die beiden Schlüsselnationen hier in Westeuropa, Italien vielleicht auch, und dass wir doch hier ein massives Interesse haben mit Russland und auch mit dem, was dahinter kommt, mit Asien, friedlichen Handel und Wandel zu treiben und dass wir uns nicht von den US-Imperialisten, wir sind ja hier eigentlich eine Kolonie des Imperiums nur, ja, weiter in einen kalten Krieg treiben lassen. Und dass wir deswegen Macron und Scholz und wie sie alle heißen, eigentlich im Interesse ihrer Länder dafür plädieren müssen, dass wir in Europa eine neue, ja, Sicherheitsarchitektur brauchen. Dass die NATO, was ich schon lange sage, eigentlich überflüssig und obsolet ist, ja. Dass wir ein neues Sicherheits- und Militärbündnis brauchen, was im Idealfall von Lissabon bis nach Peking reicht, ja. Warum geht sowas eigentlich nicht? Warum kann man sowas nicht mal denken? Warum geht das nicht in das Hirn von irgendeinem unserer Global Young Leaders, die jetzt da in den Regierungen hocken überall, ja? Offensichtlich, und wir sehen es jetzt, Scholz macht da blöde Witzchen über Genozid und macht die Russen lächerlich. Sie haben es nicht verstanden. Und sie werden weiter, und das befürchte ich eben, im Schlepptau des niedergehenden US-Imperiums sich hier in Europa verheizen lassen.
nicht für einen direkten Krieg. Ich habe gestern oder vorgestern geschrieben, die ganzen Laptop-Bomber und NATO-Aufrüster und Ostland-Ritter, die jetzt, oh, jetzt aber müssen wir aber den Russen und so weiter und so weiter. Hey Leute, ihr müsst nicht mehr nach Stalingrad marschieren. Ihr könnt zu Hause allein im Dunkeln frieren, wenn Putin euch den Saft abdreht. 52% unserer Energie kommt aus Russland in Europa. Hallo! Mit dem, der mir meinen Sprit liefert und meinen Strom, mache ich doch keinen Stress und schon gar keinen ernsthaften. Ja? 95% unserer Erdgasreserven in Europa, die angelegt wurden im Sommer, schon, oh ja, da könnte es Konflikte, wir machen mal die Tanks voll, 95% sind schon weg. Ja? Wenn Putin und Russland es morgen wollen, dann geht hier das Licht aus, Leute. Das hat überhaupt niemand. Und meinst du, die Tanker, die jetzt hier unser giftgrüner Minister Habeck will jetzt Flüssiggas-Terminals irgendwie an der Nordsee hinstellen, meinst du, ihr könnt das mit Schiffchen aus Amerika, mit diesem Fracking-Gas, ja, was ökologisch und ökonomisch der vollkommene Irrsinn ist, damit könnt ihr doch hier nicht Industriestaat Deutschland, Frankreich, Italien. Seid ihr wahnsinnig, ja? Jetzt ja, man muss dazu natürlich, ganz kurz, man muss, also das ist ja alleine schon ein Transportproblem. Also das Fracking-Gas ja, tatsächlich von der ganzen Erzeugung her abgesehen, das ist ja schon hoch, also das ist ja ein unglaublicher Energiebedarf, der dafür benötigt wird, ja, um das überhaupt erstmal funktionsfähig zu machen und ja, dann auf Schiffen rüber zu transportieren, entgegen einer Pipeline wie Nord Stream 2. Es ist natürlich, also das grenzt schon an Infantilität oder Dummheit, muss man eigentlich sagen, oder eben Ignoranz. Aber ich würde tatsächlich ganz gern nochmal weil natürlich jetzt, es wird ja auch immer wieder ausgegraben, die völkerrechtswidrige Annexion der Krim. Das wird aktuell ja nochmal ganz besonders hervorgehoben, um eben auch zu beweisen, wie böse jetzt der Russe ist. Du hast die Geschichte ja nun anders erzählt. Hilf mir nochmal auf die Sprünge. Wie ist die sozusagen, das ist ja im Westen Konsens, wie das mit der Krim gelaufen ist, völkerrechtswidrige Annexion. Und du sagst, wenn ich das richtig verstanden habe, es war überhaupt keine völkerrechtswidrige Annexion. Also, da, wie gesagt, die Juristen streiten sich da. Aber das sind ja auch alles immer Definitionsfragen oder ja, was ist eine Annexion? Ja, dass es im Völkerrecht möglich ist, dass eine ja, Region, sozusagen Bevölkerung, aus einem Verbund, aus einer Föderation austritt, das ist gegeben. Ja, also das gibt's. Ja. Und von daher gibt es auch auf juristischer Seite, wir haben das in unserem Buch dezidiert alles erklärt und gezeigt und durchaus maßgebliche Rechtswissenschaftler, die sagen, ja, das ist in Ordnung, weil eine Mehrheit der Bevölkerung, und zwar eine deutliche, ich glaube 80% auch, die haben ja abgestimmt und haben gesagt, wir wollen aus diesem Verbund mit der Ukraine austreten, weil wir diese Putschregierung nicht als demokratisch gewählte anerkennen. Ja, das war ja der Grund, genau wie bei diesen beiden ostukrainischen Republiken, ja. Man kann sich das so ungefähr so vorstellen, in Berlin gibt's einen Putsch, ja, initiiert von fremden Mächten, schwarze Männer mit MGs auf dem Reichstag ballern und so weiter und so weiter, im Abstimmungssaal Männer mit Maschinengewehren und da wird dann irgendeine Regierung, das ist jetzt der neue Kanzler, ja. Und dann sagt Nordrhein-Westfalen, nö Leute, sorry, ne, also das können wir nicht akzeptieren. Und macht eine Volksabstimmung und sagt, wir treten aus der Bundesrepublik aus, weil das ist nicht unsere Regierung. Ja, das so ungefähr, ja, muss man sich das vorstellen. Die Krim und die beiden Ostrepubliken haben nicht akzeptiert, dass das eine demokratische Wahl eines neuen Präsidenten war, sondern haben zu Recht gesehen, das war ein gewaltsamer, gewalttätiger Putsch, bei dem der Westen kräftig mit am Rad gedreht hat. Ja,
und eine entsprechende Marionette dann dort installiert. Und auf der Krim und in den Ostrepubliken wurde das nicht akzeptiert. Und deshalb haben die sich separiert, sozusagen. Ja. Und Russland hat das Votum der Krimbewohner angenommen. Wir wollen jetzt zu Russland gehören. Ja. Das hat mit dem vorhin erwähnten Sebastopol und dem ganzen militärischen Dingen zu tun, dass das den Russen sehr wichtig war, dass sie das da behalten. Deshalb haben sie akzeptiert. Bei den beiden anderen Republiken, die auch sofort zu Russland wollten, Donetsk und Luhansk, haben sie gesagt, nee, ihr seid weiter Ukraine, einigt euch in Minsk mit der Kiewer Regierung über euren Autonomiestatus. So ist das gelaufen. Und hier bei uns wird natürlich in den Medien der Maidan, das wird also eine demokratische Revolution hingestellt, das war es natürlich nicht, es war ein Putsch, ja, es war ein gewaltsamer Putsch. Und diese beiden, Krim und die beiden Republiken, das wird als sozusagen Annexion Russlands. Nein, sie haben sich von sich aus von ihrem ursprünglichen Land Ukraine getrennt, weil sie diese Regierung, die da so installiert wurde, nicht akzeptiert haben. Was ja auch durchaus in ihrem Sinne gewesen ist, denn soweit ich weiß, steht die Krim wirtschaftlich gar nicht so schlecht da, ne? Die Ukraine hat dann das Wasser abgestellt und den Strom abgestellt. 80% des Wassers und der Elektrizität auf der Krim kam sozusagen von oben aus der Ukraine. Dann haben die erstmal ihre Landesgenossen da von Strom und Wasser abgetrennt. Ja, was sollte Russland? Dann hat Russland eben innerhalb kurzer Zeit eine Brücke gebaut, ja, damit die Versorgung wieder sichergestellt wird, ja. Ja, denn es ist nicht so, dass wie der Westen das hier darstellt, dass in der Ukraine eine demokratische Revolution stattgefunden hat und dass die bösen Russen das nicht akzeptieren und deshalb Teile der Ukraine und jetzt demnächst das Ganze. Und der irre Joschka Fischer hat neulich eben gesagt, ja, Putin will ja nicht Ukraine, nur er will ganz Europa. Ja, also, ja. Das hat Röttgen, auch gesagt. Und wenn man die Geschichte so sieht, ja, dann kommt sozusagen, also zumindest bei mir, Verständnis auf für die Haltung der Krimbewohner und auch für die beiden Republiken, die sich da abgetrennt haben, weil sie gesagt haben, nee. Und dann ist ja Folgendes passiert. Dann hat die Regierung in Kiew keine Gehälter mehr bezahlt. In der Ostukraine, also den Staatsangestellten, der Polizei. Du konntest keinen Pass mehr verlängern. Du hast keinen Pass verlängert gekriegt, wenn du in Donetsk gewohnt hast. Deshalb haben mittlerweile knapp 1 Million schon russische Pässe. Die sind dann rüber nach Russland und gesagt, hey, hallo Leute, ich krieg keinen Pass. Also sie haben ihre Beamten nicht mehr bezahlt, sie haben die Staatsorgane nicht mehr bezahlt, sie haben den Menschen keine Pässe mehr ausgestellt. Und wundern sich dann, dass die nach Russland überlaufen. Ja, jetzt hat ja dann vor ein paar Tagen Putin angefangen, die Gebiete zu evakuieren, Zivilpersonen nach Russland zu bringen. Und das wurde auch wieder, oh, das ist aber aggressiv jetzt, ja, dass er alte Kinder, Frauen, was weiß ich, schützt vor diesem permanenten Beschuss. Wie gesagt, ihr könnt es euch auf der OSZE-Seite angucken, was da laufend los ist in diesem Frontbereich. Hm. Das wurde auch als aggressiver Akt ausgelegt, dass er die Flüchtlinge in Sicherheit bringt und hinter der Grenze irgendwie Lager und Möglichkeiten aufbaut, wo die unterkommen können. Und da sollte sich der Westen auch mal drauf auf, wenn der Krieg, den man sich hier ja so sehr wünscht, scheint, ja, und dauernd herbeiredet, man hatte ja das Gefühl, oh, jetzt kommen sie, oh, jetzt am 16. nicht, aber Putin wartet noch die Olympiade ab und dann, ja, jetzt ist die Olympiade vorbei und jetzt kommt, oh ja, da wird, also, dass diese ganze
Hysterie und dieser irrsinnige Fake News Trommelwirbel, der uns da auch, das ist ja doch alles vollkommener Bullshit, der uns erzählt wird, ja. Hm. Also, und unsere Medien spielen dann, oh, morgen wird es, oh, und Biden sagt, und der sagt, und Boris Johnson sagt, Putin wird am 18. den größten Krieg seit dem Zweiten Weltkrieg beginnen. So reden die, so reden unsere sozusagen Regierenden permanent und die ganze Zeit. Und wenn dann das nicht passiert, wenn dann stattdessen der Putin einfach nur Alte und Kinder evakuiert, dann wird das ist auch falsch. Ja. Es ist verrückt. Und jetzt, insofern kann ich verstehen, was da gestern passiert ist, dass die Russen sagen, jups, jetzt reicht's uns. Wir haben wirklich lang Geduld gehabt. 7 Jahre, ja, haben wir versucht, dass die Ukraine sich mit ihren abgespaltenen Republiken friedlich einigt. Wir haben alles dafür getan, was man tun kann. Ihr wollt es nicht. Ihr wolltet militärisch die zurückerobern. Ihr habt aufgerüstet. Ihr habt Waffen hingeliefert. Ihr wollt eure Atomraketen bei uns direkt an der Haustür aufstellen. Nichts anderes ist euer Plan. Und das reicht uns jetzt. Und deshalb beschützen wir jetzt diese zwei Republiken da mit unserer Armee. Und da kann man nur sagen, diese Ukro-Nazis, Leute, zieht euch warm an, ja? Wenn der russische Bär, der muss nur mit den kleinen Finger rühren und ihr seid sowas von platt, ja? Russland agiert militärisch auf Augenhöhe mit den USA. Natürlich hat sie ein viel kleineres Armee und Budget wie NATO-USA. Aber mit ihren neuen überschallschnellen Raketen, gegen die wir keine Abwehrmöglichkeiten haben. Ja, das ist eben auch, also da muss man militärtechnisch auch mal gucken, was passiert. Also dieser ganze antirussische Hype, der ist, verschärft in den letzten Wochen und Monaten. Wir hatten ja Russiagate in den USA 4 Jahre lang, so ein Bullshit, ja. Aber hier, das hat auch damit zu tun, dass Russland mittlerweile auf Augenhöhe mit dem Imperium und nicht nur auf Augenhöhe, sondern noch ein Stück drüber agiert mit seinen neuen Entwicklungen im militärischen Bereich. Was bedeutet, der Stolz des Empires, die 10 oder 12 riesen Flugzeugträger, milliardenschwere Stickschiffe, mit denen man vor jedem Land der Welt vorfahren kann und es in Sack und Asche bombardieren. Diese Dinger sind nur noch Lame Ducks. Die Russen drücken einmal auf den Knopf und dann kommt Mr. Kinzhal, ja, die superschnelle Rakete mit 10 Mach. Da kann kein Abwehrsystem der Welt kann diese Rakete abfangen und blub, blub, blub sind die Flugzeugträger weg. Das wissen die US-Militärs, ja. Und sie sagen, oh, wir brauchen 10, 20 Jahre, bis wir das haben. Das heißt, Russland agiert auf Augenhöhe militärisch, ja. Hm. Und deswegen muss sich der Westen und diese ganzen Verrückten, die auch, ich gucke ja hier kein Fernsehen und Talkshows und das Zeug, das mir reicht das, wenn ich ab und zu mal in der Zeitung so ein Zitat von so einem Joschka Fischer oder Röttgen oder so einem anderen Stiefellecker des Empires lese, dass ich denke, man, Leute, wo lebt ihr denn? Habt ihr überhaupt eine Ahnung vom Krieg? Ich meine, die NATO, obsolet und desolat, wie sie ist. Sie ist gerade von einer Barfußarmee in Afghanistan verjagt worden. Ihr wollt euch mit den Russen anlegen. Seid ihr irre? Ja? Wo lebt ihr denn? Ihr habt die USA haben seit dem Zweiten Weltkrieg keinen Krieg mehr gewonnen, außer Grenada, sagen wir mal. Okay, da waren sie, ja, also aus einer kleinen karibischen Insel haben sie überall auf die Mütze gekriegt, ja. Sie können Bomben werfen von oben, das demnächst dann auch nicht mehr. Wenn sie es probieren, kriegen sie von den Russen eins drüber. Ich lese gerne den Saker, einen sowjetischen, in Amerika lebenden Militäranalysten, eine Webseite sozusagen pro-russisch.
wie man hier sagen würde. Aber sehr kenntnisreich, was Militär und so weiter angeht, ja. Und der hat gestern oder vorgestern geschrieben, ja, also ich glaube, der hat schon auch vermutet, Putin wird die jetzt anerkennen, die beiden Republiken, und es wird wieder wie ein wilden Hühnerhaufen durcheinander gelaufen hier im Westen danach. Und der schrieb, ja, ich glaube aber, die NATO und US, UK, die geben einfach keine Ruhe. Sie müssen noch mal eine richtige militärische Niederlage hinnehmen. Es reicht ihnen noch nicht. Irak, Libyen, Syrien, Afghanistan. Also es ist ja auch eine Blutspur mit Millionen von Toten, die diese NATO hinter sich herzieht, ja, die uns hier immer als friedenssichernder Verein hingestellt wird, ja. Ja. Ja, da sind wir eigentlich schon fast am Schluss. Ich würde ganz gerne gleich mit dir nochmal einen kleinen Ausblick wagen, auch Stichwort Imperium. Das ist ja, Imperien zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie eine begrenzte Lebensdauer haben. Zwei Anmerkungen noch ganz kurz, weil du vorhin über die Gaslieferung von Russland gesprochen hast. Ich möchte da einfach nochmal unterstreichen, dass trotz dieses seit Jahren schon stattfindenden Russland-Bashings, das ja jetzt nur seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht, die Russen immer die Lieferverträge eingehalten haben. Weil du hast ja vorhin gesagt, wenn die Russen wollten, dann könnten sie uns hier also wirklich den Gashahn abdrehen und wir würden richtig in der Klemme stecken. Trotz aller Konfrontation, trotz aller Provokation des Westens sind die Lieferverträge immer eingehalten worden. Das vielleicht nur mal fürs Protokoll. Ebenso fürs Protokoll der Hinweis darauf, dass, ich glaube, es war Tagesschau, Tagesthemen, vielleicht auch ZDF, es ist ja sowieso ein Brei, kürzlich in idealisierender, verklärender Weise die Azov-Truppen, die ja nun nachweislich faschistisch sind, dargestellt haben als sozusagen die Zivilbevölkerung ausbildende Einheiten, die dabei helfen, vor dem bösen Russen sich irgendwie schützen zu können. Sie wurden dann nicht als faschistische, sondern ich glaube als sogenannte ultranationalistische Gruppen oder irgendwie sowas bezeichnet. Aber im Grunde genommen also in einer verklärenden Weise dargestellt, dass mir wirklich fast das Kotzen kam. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen. So viel zu meinen beiden Anmerkungen. Perspektivisch. Ich habe gerade kürzlich gehört, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, irgendjemand sagte, naja, eigentlich sind die Russen gar nicht das amerikanische Problem, sondern eher die Chinesen. Und die natürlich seit Jahren ja auf dem Vormarsch sind, insbesondere wirtschaftlich. Und die USA, denen geht's ja immer schlechter irgendwie. Und selbst die Kriege, die sie geführt haben, haben ja letztlich dann, ja gut, die Rüstungsindustrie vielleicht glücklich gemacht, aber ansonsten viel Tod, viel Leid und viel Niederlagen eben auch zur Folge gehabt. Und meine Vermutung ist tatsächlich schon, ich weiß nicht, 2 Jahre, 3 Jahre vielleicht, dass tatsächlich dieses Imperium, das ja auch nichts anderes als das Römische Reich ist oder so, dass das langsam in Begriff ist, abzuschmieren und eigentlich in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden, beziehungsweise durch ein anderes Imperium, vielleicht China, abgelöst wird irgendwann in Zukunft. Und meine Befürchtung, und da wüsste ich ganz gerne, wie du das siehst, ist tatsächlich die, so nach dem Motto, okay, wir gehen dem Abgrund entgegen, aber wir reißen jetzt noch mal so viel wie möglich mit darunter. So kommt mir das Ganze ein bisschen vor. Ja, der sterbende Riese sozusagen, ja, der noch alles mit in den Abgrund reißt. Die Gefahr ist da und groß, glaube ich, auch. Ja. Und dass wir nicht mehr, und gestern und diese Anerkennung dieser zwei kleinen, letztlich unbedeutenden, ja, weltpolitisch unbedeutenden Republiken da. Also dieser schriftliche Akt, Putin hat ja nur eine Unterschrift gemacht und hat eine Rede gehalten. Das ist schon, glaube ich, ein, wie sagt man, weltpolitischer Markierungspunkt, Meilenstein, Wendepunkt vielleicht, ja, dass jetzt zum ersten Mal richtig klar gemacht wird, dem auf eine unipolare Hegemonie hinarbeitenden amerikanischen Imperium, Leute, es ist jetzt Schluss, ja, es ist jetzt
vorbei. Wir lassen uns eure Willkür, die ihr rund um die Welt mit euren Armeen betreibt, eure Doppelstandards, ja, wir machen es für die Demokratie oder wir sind für freien Journalismus und lassen Assange im Knast verrecken und so weiter. Also damit und mit eurer militärischen Aggression überall ist es jetzt vorbei. Wir machen nicht mehr mit. Und man muss da im Hintergrund, du hast es angesprochen, eben auch China sehen. Putin und Xi haben sich ja gerade getroffen. Das wurde bei uns dann auch nur, ja, in kleinen Kurzmeldungen irgendwie. Die haben einen Vertrag gemacht bei den Olympischen Spielen jetzt Anfang Februar. Ich habe gerade einen Freund, der viel über die Mongolei und Chinggis Khan und so weiter forscht, gestern geschrieben. Ja, mit dem Vertrag ist die Goldene Horde wieder zusammengerückt. Also so eine Einigkeit zwischen Russland und China, die sich gegenseitig, also es kann gut sein, dass China morgen sagt, ja, wir erkennen die beiden Republiken auch an. Ja, das ist, also ich weiß nicht, ja. Und dass China sagt, hör zu, wenn ihr jetzt die Russen mit Sanktionen abstraft, dann machen wir das auch. Und wenn China Sanktionen macht, dann ist in USA der Walmart leer. Ja, 70% aller Produkte oder 80% kommen aus China. Ja, das ist so ähnlich wie mit unserer Energie hier. Ja, jetzt liegt die heiße Kartoffel in gewisser Weise bei Scholz und Co. Ja. Und in seinem top außenpolitischen Personal, es ist einfach auch Ursula von der Leyen, die jetzt, also wenn ich mir diese, hey, wenn ich so einen Typen wie Lavrov sehe oder Putin, ja, und die auch reden höre und da gegen unsere Figuren da, ja, also die Trampolinistin und auch Panzer-Uschi, wie wir sie genannt haben, die von der Leyen, jetzt gibt's Sanktionen, ja. Das weiß natürlich Russland. Jetzt kommen die Sanktionen. Warum haben sie trotzdem die Republiken anerkannt? Weil sie wissen, die Sanktionen kommen sowieso. Ja. Die Sanktionen sind die pure Willkür und es wird uns ökonomisch treffen. Ja. Darauf hat Putin auch seine Leute eingestellt, ja. Das können wir nicht einfach wegstecken. Aber, und das ist das entscheidende Aber, Europa wird es noch viel schwerer wegstecken, wenn die Sanktionen wirklich greifen. Wenn wirklich, wo Wall Street und die City of London, also die Finanzzentren schon sagen, oh nee, lass das mal. Wenn Russland aus SWIFT rausgeschmissen wird, aus dem internationalen Zahlungssystem, ja, das wäre auch, ja, erstmal für ein paar Wochen für Russland sehr schwierig, ja. Aber mit China zusammen haben sie schon eine Alternative aufgebaut zu SWIFT, ein internationales Zahlungssystem, was sie dann sofort etablieren werden. Und wo der gesamte globale Süden, ja, der sozusagen noch an der Strippe des Westens hängt, sagen, ach, wir können jetzt auch, Putin und Xi haben bei der Olympiade einen Vertrag über 30 Jahre Gaslieferungen geschlossen. Und der wird nicht in Dollar abgerechnet. Die De-Dollarisierung, deshalb dein Hinweis auf das sterbende Imperium. Das Imperium hängt ja an seinem Petrodollar und dass man Energie auf der Welt überall mit diesen Scheinen bezahlen musste. Ja, und jedes Land, was Öl oder Gas oder sonst was brauchte, brauchte Dollars. Ja, diese Zeiten sind auch vorbei. Weil die größte Wirtschaftsmacht und die größte Rohstoffmacht der Erde haben gesagt, hier, Dollar interessiert uns nicht mehr. Sie rechnen das in Euro ab, China und Russland. Man kann, ne, also nicht in Landeswährung, sondern in Euro, was auch ein Zeichen ist. Die beiden, Xi und Putin, haben nämlich verstanden, um was es geht. Es geht um Eurasien, es geht um Europa und Asien und darum, ja, die Europäer ins Boot zu holen. Dieses großen Schiffes. Es geht um die multipolare Welt, die wir haben, die nicht mehr alleine in Washington und von dem Cousin in London irgendwie dirigiert wird, sondern die ein Machtzentrum in Peking hat und die ein Machtzentrum in Moskau hat. Also es gibt drei Pole.
jetzt. Und Deutschland hat jetzt echt die heiße Kartoffel, nachdem dieser blöde Scholz sich da auch noch blamiert hat in Moskau. Weil, ja, die Baerbock sagt, ja, wir werden auch harte Sanktionen. Lass die mal plappern, ja, wenn hier wirklich es kalt wird. Wir haben hier die Atomkraftwerke abgestellt. Wir wollen eine Energiewende schaffen und die können wir nur schaffen, wenn wir die nächsten Jahrzehnte russisches Gas kriegen, Kinder. Das geht nicht anders. Und mit Schiffchen, die von Donald Trump oder von Sleepy Joe da über einen großen Teich tuckern, seid ihr irre. Das wird nicht funktionieren. Also, wir brauchen einen, und dann sind wir bei dem Ausblick und bei der Zukunft. Wir brauchen einen Friedens- und Handelsvertrag von Lissabon bis nach Peking. Das heißt nicht, dass wir uns deshalb mit Amerika bekriegen müssen. Aber wir können den Amerikanern sagen, hör zu, ihr Freunde, wir bleiben weiter gute Geschäftspartner und so weiter, alles easy. Aber wir haben ein großes Interesse daran, dass uns hier in den nächsten 50 Jahren nicht der Saft ausgeht. Und dafür müssen wir uns mit den Russen vertragen und mit den Russen Geschäfte machen. Das geht leider nicht anders. Die ganze Inszenierung mit der Invasion, die überhaupt keine Minute geplant war von Putin, die dient nur dazu, Deutschland unter Druck zu setzen, dass wir jetzt Nord Stream absagen. Unser großer Bruder in Amerika, der kann ja nicht uns Alliierten verbieten, ihr holt die Energie euch am besten da, wo sie billig ist und schnell rüberkommt. Ja, ihr müsst sie jetzt von uns mit dem Schiff kaufen. Das geht nicht. Deshalb wollen sie, dass wir das von uns aus absagen. Und das, die heiße Kartoffel liegt jetzt bei Scholz und bei Annalena und Konsorten. Die jongliert damit und hat sie ja dankend aufgenommen. Also ja, so gesehen ist es natürlich auch das Beste, was den Amerikanern passieren konnte, dass die Grünen nicht nur mit in der neuen Regierung sitzen, sondern mit Baerböckchen auch noch die Außenministerin stellen. Besser geht's ja nicht. Das ist schon ideal für Amerika, aber es ist eine Katastrophe für Deutschland und Europa, sag ich mal, dass wir solche Gestalten. Selbst der Macron, gut, der will wiedergewählt werden und wollte jetzt noch einen kleinen Friedensvertrag hinkriegen, ja, und so weiter. Aber der hat schon ein Stück mehr verstanden. Die Franzosen waren ja immer schon, de Gaulle ist mal damals aus der NATO ausgetreten, wie die Älteren unter uns vielleicht noch wissen, ja. Also Frankreich war schon immer sozusagen, was das US-Imperium angeht, ein Stück zurückhaltender als wir Deutschen, die da ja tief im Auspuff von Washington leben im Prinzip. Ja. Deshalb hat Macron das auch verstanden, dass das Great Game, dass die Amerikaner hier versuchen, gegen zwei Mächte, die jetzt so eng zusammengerückt sind wie noch nie in der Geschichte, die wirtschaftlich extrem stark sind, Russland ist die größte Rohstoffmacht dieser Erde. Und jeder Mensch, der schon mal Command & Conquer oder irgendwas am Computer gespielt hat, der weiß, ja, wenn ich da irgendwie was reißen will, dann muss ich gucken, wo kriege ich meine Rohstoffe her, ja? Und wenn ich irgendwie als Industriestaat halbwegs überleben will, dann muss ich gucken. Und wenn ich meine Kohle aus dem Ruhrpott nicht mehr verballern will, dann muss ich gucken, wo kriege ich vernünftigere Energie her. Also das sind ganz selbstverständliche Sachen. Und deshalb ist die heiße Kartoffel jetzt hier. Ja, die Amis setzen uns mit dieser ganzen Show hier unter Druck, dass wir von uns aus sagen, Nord Stream, nee, wir gucken jetzt in die leere Röhre da, ja. Aber dann haben wir in ein, zwei Jahren hier Land unter, ja, dann geht hier nichts mehr. Und das kann kein Mensch, kein Kanzler und keine noch so doofe Außenministerin irgendwie zulassen eigentlich, ja. Da mögen sie noch so eng und tief mit Onkel Sam und seiner Kohle und Klaus Schwab und dem WEF verbandelt sein, aber das ist sozusagen Selbstmord, da zu sagen, ja, komm, Hauptsache gegen Russland, egal wie schwer es uns trifft. Die Sanktionen, ich habe es eben schon mal gesagt, die werden jetzt Russland natürlich treffen, aber die werden uns viel stärker treffen als die Russen. Russland ist
von allen Ländern der Welt vielleicht dasjenige, was am autarksten überhaupt ist. Es hat von allem genug. Ja, es hat genug Rohstoffe, es hat genug Land. Wer ein Haus bauen will und einen Acker will, kriegt ihn geschenkt vom Staat. Ja, das ist nicht das Problem. Lebensmittel, 50 oder 60% aller Lebensmittel werden im privaten Schrebergarten produziert in Russland. Ja, wenn da jetzt, ja, wir jetzt, sie haben dann nach dem Maidan die Sanktionen, ja, jetzt liefern die, ich glaube, Esten oder Letten oder so, einer von den baltischen Giftzwergen da, wir liefern jetzt keinen Käse mehr. Mittlerweile hat Russland viel besseren Käse, als jemals geliefert wurde aus Frankreich oder aus Westeuropa. Die sind sanktionsfest, viel sanktionsfester als wir. Ja, das muss man sich klar machen. Und ich hoffe wirklich, dass in unserer Regierung da, wenn nicht in der ersten Reihe, dann in der zweiten oder dritten noch jemand ist, der das versteht, ja, weil wir schneiden uns ins eigene Fleisch mit diesem ganzen Quatsch und brauchen, ich sag's jetzt zum Schluss, einen Friedensvertrag von Lissabon bis nach Peking. Wir wollen Handel und Wandel mit Russland und mit China. Wir wollen keinen Krieg mehr. Hier und da gibt's noch Konflikte, die muss man auf friedliche Weise bereinigen, aber wir wollen auch keinen Hegemon aus Washington, der ohnehin abkackt in jeder Hinsicht, ja, und dem noch die nächsten Jahrzehnte. Das amerikanische Jahrhundert ist vorbei, Leute. Es war das, es ist over. Und wir müssen uns auf ein neues Weltzeitalter einstellen, in dem es mehrere Machtzentren gibt und zwischen denen friedlich agieren. Das wäre die Option für die Zukunft. Und dafür brauchen wir keine NATO. Ja. Ja, herzlichen Dank. Vielleicht nicht nur bis nach Peking, sondern gleich noch ein bisschen weiter nach Venezuela oder Mexiko. Ich habe nämlich gerade gehört, dass auch wohl das ein oder andere südamerikanische Land durchaus Interesse an erquicklichen Gesprächen mit Russland hat. Also stellt euch, genau, guter Hinweis, Venezuela, Mexiko und so weiter. Stellt euch doch nur mal vor, wo ich diese Aggression. Russland macht jetzt einen neuen, nicht mehr Warschauer, sondern wie nennen wir ihn, Pakt auf. Und Venezuela und Kuba und Mexiko sagen, oh ja, da treten wir ein. Und die Amerikaner stellen ihre Atomraketen in Mexiko auf. Was dann in die Russen, was dann bei den Amerikanern los wäre. Stellt euch das vor. Und nichts anderes tun wir. Und dann aber russische Sicherheitsbedenken, das ist so ein Quatsch, ja? So. Also, genau das haben wir. Und wie gesagt, deshalb war das vielleicht gestern ein wichtiges Datum in der Weltgeschichte, weil es irgendwie jetzt, die Russen und die Chinesen machen klar dem Hegemon, in Washington und in Wall Street, Leute, wir spielen nicht mehr mit, ja, und wir machen jetzt unser Ding und ihr könnt euch nicht mehr herausnehmen, was ihr wollt, überall auf der Welt und sagen, ihr seid die Größten, ja, die sogenannte regelbasierte, so nennen sie ja ihre Hegemonie, die sogenannte regelbasierte Ordnung, die könnt ihr euch sonst wohin schieben. Wir wollen ein internationales Völkerrecht. Wir akzeptieren die Souveränität jedes Staats. Wir wollen auch niemanden erobern, wie ihr das dauernd tut. Wir wollen keine Regierungswechsel, wie ihr die dauernd inszeniert. Ja, auf so eine neue Welt mit verschiedenen Polen muss man sich einstellen. Und die Politik in Deutschland und in Europa wäre gut beraten, wenn sie das möglichst schnell tut. Ja. Ja, dann schließen wir, schoss mir gerade so durch den Kopf, schließen wir am besten mit einem Zitat von wieder mal Annalena Baerbock, die gesagt hat, in Sachen Russland-Konflikt sei Deutschland bereit, einen hohen wirtschaftlichen Preis zu zahlen, und stellen einfach mal die Frage für die Hörer und Zuschauer in den Raum, was meint ihr denn, wer genau diesen hohen Preis zahlen wird? Baerbock sicher nicht. In diesem Sinne, Matthias Bröckers, herzlichen Dank. Es war höchst informativ und ich werde jetzt so schnell wie möglich die Nachbearbeitung machen, damit ich publizieren kann, denn man weiß ja nicht, was innerhalb von 1-2 Tagen so alles passiert. Wir versuchen also auf dem einigermaßen neuesten Stand zu bleiben. Herzlichen Dank und viele Grüße in die Schweiz. Ja, viele Grüße zurück und bis bald. Bis bald. Ciao.